Hallo meine Lieben, ich heiße Nika und bin eine Unikatnäherin bei Gusti Leder und heute möchte ich euch etwas zu der Limited Edition Pusteblume erzählen. Erstmal allgemein, was ist überhaupt eine Limited Edition? Limited Edition, wie das schon ausdrückt, sagt einfach nur aus, es gibt eine limitierte Edition, also eine bestimmte Anzahl an Taschen, die eben von dem Modell produziert werden. Und in unserem Fall waren das 100 Stück, die wir von der Pusteblume gemacht haben. Erstmal gemeint, was ist überhaupt die Pusteblume-Tasche? Hier habe ich mal ein Beispiel. Das ist jetzt die Pusteblume-Tasche, die findet ihr auch bei uns auf der Online-Seite. Ja, es ist eben ein Motiv Pusteblume drauf. Und ja, wie kam mir überhaupt auf die Idee, erstmal eine Pusteblume drauf zu machen? Also, ich finde irgendwie, eine Pusteblume hat irgendwie mal so was Leichtes an sich. Ich bin sowieso ein großer Naturfan. Und ich finde eben, Blumen sind sehr schön und besonders die Pusteblume mit den, sozusagen wenn der Wind kommt und dann so diese wegfliegenden Schirmchen, finde ich einfach nur, hat irgendwas Magisches an sich und auch so was Befreiendes meiner Meinung nach. Und da hatte dann eben meine Mitarbeiterin vorgeschlagen, mir die Idee sozusagen gebracht, eine Pusteblume zu zeichnen und ich war sofort begeistert gewesen von der Idee und dachte so, super, ja, das will ich machen. Und ja, gesagt, getan so gesehen. Also, wie entstand erstmal allgemein das Motiv? Wir haben bei uns im Laden einen Laser stehen und um ein Bild zu lasern, muss das Bild allgemein erstmal schwarz-weiß sein. Es darf keine Grauabstufung haben und deswegen musste ich ein Bild sozusagen vollkommen neu zeichnen. Also das habe ich eben mit meinem Grafiktablett gemacht am PC. Hier könnt ihr das sehen, das habe ich mit dem Programm Paint2Sai gemacht. Und dann habe ich eben hier diese Pusteblume gezeichnet, die habe ich auf verschiedenen Ebenen gezeichnet. Die seht ihr hier links. Und dann entstand sie eben so Schritt für Schritt. Hier sieht man, wie jetzt die ganzen Schirmchen verschwinden. So entstand sie eben Stück für Stück. Und ja, nach recht viel Arbeit und ganz viel Ausbessern war sie dann endlich fertig gewesen. Und alle waren damit zufrieden gewesen, auch ich besonders. Und da stellten wir uns die Frage erstmal, auf welche Grundtasche soll denn jetzt nun die Pusteblume rauf? Und da kam sie eben auf die Idee, da Pusteblume ja doch sehr weiblich ist, dass wir es eben auch auf eine weibliche Tasche sozusagen eine Tasche, die besonders von Frauen gekauft wird, rauflasern lassen, nämlich auch die Helen. Und ja, das ist nämlich die Helen. Die wird eben bei uns häufig von Frauen gekauft und dann hatten wir das eben probeweise mal raufgelasert und das Ergebnis war einfach gut gewesen. Außerdem ist eben bei der Tasche besonders gut, dass sie auch sehr hell ist. Viele andere unserer Taschen fallen eben manchmal sehr dunkel aus. Und der Laser, also gelaserte Sachen sieht man auf dunklen Taschen nicht. Und auf denen hat man das eben, wie hier sieht man das eben besonders gut. Ja, außerdem haben wir dann eben, wie man hier erkennen kann, sind dann hier eben auch noch ein paar so weiße Highlights gesetzt. Wir haben nämlich dann auch noch mit Lederfarbe das ein bisschen nachgezeichnet, damit es eben ein bisschen frischer aussieht und etwas so ein bisschen an dem dreidimensionaler wirkt. Joa, dann erstmal wollte ich dir noch sagen, gab es auch sehr viel guten Feedback zu dieser Tasche. Also ich persönlich arbeite hier im Laden und rede auch oft mit Kunden und weiß auch immer so, welche Taschen sie besonders toll finden. Und das hat mich auch sehr gefreut, weil sehr viele haben sich diese Pusteblumentasche gekauft und dann kamen viele Frauen zu mir an und waren begeistert gewesen, wie toll die Tasche ist und wie toll das Motiv ist und dass sie sehr begeistert und dass es eben ein bisschen so aufregender ist, dass es eben nicht gleich so vor einem ins Auge fällt, aber es ist eben auch nicht einfach nur ein schlichtes Braun. Und das hat mich eben auch sehr gefreut, dass ich, dass die Kunden so ein gutes Feedback hatten und mir das dann eben auch so mitgeteilt haben. Ja, und da wir auch so ein gutes Feedback hatten, haben wir auch geplant, noch ein weiteres Projekt zu machen. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon freuen. Das hat auf jeden Fall auch was mit Natur zu tun, aber dazu will ich jetzt nicht mehr dazu sagen. Ich will euch ein bisschen überraschen, denn hoffentlich wird nämlich im kommenden Monat dann auch die Tasche bei uns im Onlinehandel stehen und ja, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen.